dann kann man, und ich kann dieses Wort gar nicht deutlich genug sagen, dann kann man nicht glücklich werden im Job. Man kann nicht glücklich werden im Job. Das ist es ja. Und das erklärt Prioritäten und niemals glücklich sein im Job. Das, was wir heute besprechen, ist so wichtig. Und natürlich, nein, man kann es nicht sofort umstellen. Hey, ich habe das Video gesehen, cool, ab morgen bin ich jetzt mega glücklich in meinem Job. Nein, sondern das ist was, das muss man erstmal verstehen und das muss man dann aufbauen und in die richtige Richtung kommen. Aber im Grundsatz möchte ich natürlich, dass jeder meiner Zuschauer, also auch du, glücklich ist im Job. Und was passiert, weil die Schule, das Schulsystem bereitet uns ja nicht auf ein tolles Leben vor. Die sagen ja nicht, hey, cool, alles klar, sag mal, individuell, was kannst du machen mit deinem Leben? Bist du eher künstlerisch? Bist du eher ein freilebender Mensch? Willst du eher reisen? Sag mal, was ist deine persönliche Ausrichtung? Wo sind deine Stärken? Lass uns mal gucken, was du in deinem Leben später als Beruf machen kannst. Und lass uns mal gucken, dass du finanziell richtig frei wirst. Weil wir wollen ja natürlich nicht, dass du in einer Firma arbeitest, 50 Jahre, nur einen Arbeitgeber, eine Einnahmequelle hast. Wenn die Firma pleite geht, bist du weg vom Fenster, wie die meisten Firmen, die ja über die Zeit pleite gehen. Und dann kriegst du eine Rente in 40 Jahren von unter 1000 Euro. Das wollen wir ja nicht für dich. Deswegen lass uns mal gucken, wie du finanziell frei bist. Das ist ja so ziemlich das Letzte, was im Schulsystem passiert. Hey, du musst gesund bleiben. 50% von uns bekommen Krebs. Deswegen lass uns mal gucken, dass du gesund bleibst. Lass uns mal gucken, wie du dich gut ernährst, wie du einen tollen Körper hast, Selbstbewusstsein hast. Die wichtigsten Sachen, Beziehungen, sind nicht im Schulsystem. Und selbst das Wichtigste, die Vorbereitung auf den späteren Werdegang und die spätere Berufswelt ist nicht erklärt. Gar nicht. Man wird komplett hängen gelassen. Und deswegen besprechen wir das heute, weil es ist so wichtig. Weil wie ist es normalerweise? Normalerweise ist es so, okay, man geht zur Schule, dann denkt man so, oh Kacke, in 2 Jahren habe ich ja schon Abschluss. Was soll ich denn dann machen? Ausbildung oder Studium? Keine Ahnung. Ja, okay, dann muss ich irgendwo einen Ausbildungsplatz finden. Ah, ja, dann bewerbe ich mich da. Oh cool, da habe ich einen Platz gefunden. Und dann macht man das und jahrelang und irgendwann so merkt man irgendwie komisch. Irgendwie habe ich gar keinen Bock auf diesen Job. Und das Krasse ist, Umfragen ergeben, dass 80% der Menschen nicht wirklich Lust haben auf ihren Job. Das ist so heftig. 80%. So, und was ist der Grund? Der Grund ist, wenn man den Job nicht nach den Prioritäten wählt, dann kann man, und ich kann dieses Wort gar nicht deutlich genug sagen, dann kann man nicht glücklich werden im Job. Man kann nicht glücklich werden im Job. Das ist es ja. Und das erkläre ich jetzt. Je nachdem, wo deine Prioritäten sind, sagen wir mal, du hast die Prioritäten, die Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. So, aber du arbeitest im Schichtdienst, du bist zum Beispiel Fernfahrer und du bist nie zu Hause, wenn deine Kinder wach sind, sondern du kommst immer erst nach Hause, wenn die schlafen und du fährst praktisch weg, wenn sie wach sind und wenn du Zeit mit denen verbringen könntest. Wenn du niemals in der Woche mit deinen Kindern Zeit verbringst, was in deinem Leben deine Priorität ist, wie sollst du dann im Job glücklich sein? Es funktioniert nicht. Das heißt, wenn man den Job nicht nach den Prioritäten, was man selber mag, wählt, dann kann man nicht glücklich sein. Und selbst das lernen wir natürlich nicht im Schulsystem. Was sind die Prioritäten? Spricht man in der gesamten Schulzeit nicht einmal drüber? Was sind deine Prioritäten? Und das ist so der erste Schritt. Man kann nicht von heute auf morgen auf einmal den Traumberuf machen, aber man muss als erstes überlegen, was sind meine Prioritäten? Was ist mir wichtig im Leben? Mir zum Beispiel ist wichtig, das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringen will, dann möchte ich das gerne machen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, in Urlaub fliegen möchte, dann möchte ich nicht irgendeinen Chef fragen, hey, kann ich in 7 Jahren für 3 Tage irgendwo in Urlaub fliegen? Ich habe keine Lust darauf. Ich in meinem Leben, ich habe einfach überhaupt keine Lust, also gar nicht, so 0,0. Ich kann das nicht akzeptieren, wenn irgendjemand mir was sagt. Ich habe da eigentlich, das ist eine Katastrophe. So, ich würde alles machen, mir das so aufzubauen, dass mir keiner mehr was sagt. Also wenn der Chef mir jetzt sagen würde, ey, du kommst morgen dahin, das wäre für mich eine Katastrophe. Deswegen meine Priorität, und so muss ja nicht jeder sein, ich möchte nur dir so weit helfen, dass du darüber nachdenkst, okay, wo ist meine Priorität überhaupt? Meine subjektive Priorität ist, ich würde mir niemals was sagen lassen wollen von irgendjemand. So von wegen, du darfst im Sommer nicht nach, keine Ahnung, Mykonos fliegen, weil wir müssen hier in der Firma richtig Gas geben, damit du dann in 40 Jahren unter 1000 Euro Rente bekommst. So, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Das heißt, für mich, eine Person wie ich jetzt zum Beispiel, für mich fallen einfach schon mal so 98% der Jobs weg. Und erst wenn man weiß, was sind so meine Prioritäten, vielleicht ist es deine Priorität, keine Ahnung, künstlerisch was zu machen, vielleicht ist deine Priorität auch zu reisen,
zeitunabhängig zu sein. Vielleicht ist es deine Priorität, irgendwas zu machen, was im Sportbereich ist. Kann ja auch sein, dass du Basketballtrainer sein willst. Dann hättest du auch eine Mannschaft, hättest du auch einen Chef, der dann sagt, hey, du musst aber zum Spielen kommen. Wäre scheiße, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich lass mir gar nichts sagen. Und so, die Halle ist da und da sind 5000 Leute, die warten und der Coach so, nee. Heute sagt ihr mir gar nichts. Das ist dann nicht gut. Das heißt, nicht jeder muss den Weg gehen, wie ich ihn gehe. Aber man sollte als erstes immer wissen, was ist meine Priorität, was ist meine Berufung, wo habe ich richtig Bock drauf? Und dann wähle ich den Beruf danach. Und das lernt man natürlich nirgendwo. Und deswegen mache ich dieses Video, weil das ist praktisch das Wichtigste in der Berufswahl. Und erst dann hat man überhaupt die Chance, dass man im Beruf glücklich wird. Weil wenn es gegen die Prioritäten ist, nochmal, dann kann man nicht glücklich werden im Job. Weil das geht ja gegen das Wichtigste, was man will im Leben. Das ist ja logisch. So, und deswegen kurzes Video als Denkanstoß. Und wenn du das gesamte System, weil das ist nur ein kleiner Punkt, von den 5 größeren Punkten, es ist sogar nur ein Unterpunkt, von den größeren Punkten, die ich im Webinar erkläre, deswegen guck dir das Webinar unbedingt komplett an, weil es so wichtig ist, weil diese einzelnen Punkte sind entscheidend und die lernst du nirgendwo. Wenn nur einer dieser 5 Punkte zutrifft, dann kann man sich nicht befreien und abkoppeln aus dem System. Und das ist jetzt genauso wie mit diesem kleinen Unterpunkt, dass wenn man nicht nach den eigenen Prioritäten geht, und einen Job wählt, der den ganzen Tag gegen das geht, was man eigentlich am meisten will im Leben, dann kann man natürlich nicht glücklich werden. Es geht natürlich nicht. Und deswegen guck unbedingt einmal das Webinar jetzt sofort an, trag dich ein, hol dir einen Platz und das war's erstmal für heute. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Und schreib mal unten in die Kommentare, denn das interessiert mich sehr. Einmal, ob du wirklich glücklich bist mit deinem Job, beziehungsweise ob das wirklich deine Passion ist, dass du so morgens aufspringst. Was ist was, was einen richtig so aus dem Bett ziehen könnte? Was wäre das? Was sind die Prioritäten? Schreib mal unten in die Kommentare, interessiert mich sehr. Guck das Webinar und das war's erstmal für heute. Bis dann, euer Coach Sessio. The Matrix is everywhere. It is all around us. You can see it when you look out your window. Or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. What truth? That you are a slave, Neo.